Ralf Rangnick hat Zweifel, ob er den Job beim FC Bayern München annehmen soll. Droht jetzt die nächste Trainerabsage bei den Bayern? Dazu gleich mehr. Zudem geht es um Virgil van Dijk. Wechselt er zu Borussia Dortmund? Was sich erstmal ganz verrückt anhört, ist ein Gerücht, was wirklich hier aktuell die Runde macht. Und gute Nachrichten für die Bayern, denn Frankie de Jong könnte wohl tatsächlich ein neuer Bayern-Spieler werden. Ihr merkt, einiges los. Vorab, lasst ein Like auf das Video da und auch ein Abo hier auf den Kanal, um auch in Zukunft nichts mehr rund um die Bundesliga zu verpassen. Aber damit gehen wir rein ins erste Thema. Und das ist Ralf Rangnick. Er hat wohl tatsächlich Zweifel am Bayern-Job. Und das sind natürlich schon mal keine so guten Vorzeichen. Denn, ja, ihr wisst es, die Bayern haben sich schon den ein oder anderen Korb eingehandelt. Und droht jetzt hier mit Ralf Rangnick bereits schon wieder der nächste? Man muss so ein bisschen das Fuß vom Gas nehmen, denn eine offizielle Antwort, die steht noch aus. Ralf Rangnick könnte immer noch der Trainer des FC Bayern Münchens werden. Wir werden wohl nicht vor dem Spiel gegen Real Madrid eine endgültige Antwort bekommen, aber vielleicht schon kurz danach. Max Eberl hat es ja am Wochenende im Interview gesagt, ja, man hat sich jetzt auf einen Trainerkandidaten festgelegt, man hat sich auf jetzt einen fixiert und der soll es letztendlich auch werden. Und wenn die Meldungen, die wir hier in den letzten Wochen schon immer bekommen haben, stimmen, dann ist das wohl Ralf Rangnick. Aber welche Zweifel hat jetzt wohl Ralf Rangnick? Das sind nämlich Informationen vom Salzburger Nachrichten, die sagen, der Topkandidat Ralf Rangnick hat Zweifel, ob er das Angebot der Bayern annehmen soll. Hintergrund, er will den Job wohl nur annehmen, wenn gewisse Voraussetzungen erfüllt sind. Zu diesen zählt auch ein sehr wichtiges Wort von ihm, was jetzt Transferfragen angeht, sowie Entscheidungsgewalt in Sachen Betreuerstab. Dann hat er so ein bisschen, ich sage mal, Probleme mit dem Kompetenzgerangel, denn diese Frage, die stellt sich jetzt schon seit längerem, wer ist jetzt hier eigentlich so richtig dann für die Transfers verantwortlich? Max Eberl als Sportvorstand, Sportdirektor Christoph Freund. Und was ist mit Ralf Rangnick? Laut den Salzburger Nachrichten will Rangnick seinen Entschluss im Anschluss an dieses Wochenende bekannt geben. Also vielleicht erfahren wir über Ralf Rangnick doch von Seiten Rangnick noch mehr, vielleicht auch heute noch. Vielleicht ist jetzt auch schon was draußen und ihr seht dieses Video gar nicht. Haha, das ist natürlich jetzt so ein bisschen die Krux an der ganzen Sache. Denn wo ich das Video aufnehme, da ist noch nichts über Ralf Rangnick und seine Entscheidung bekannt. Aber trotzdem möchte ich ganz kurz mit euch darüber reden, was passiert eigentlich, wenn Ralf Rangnick jetzt den Bayern absagt. Tatsächlich rückt dann ein Ex-Bayern-Trainer ins Visier. Nicht Julian Nagelsmann. Es geht um Hansi Flick. Er ist dann tatsächlich die wahrscheinlichste Lösung, wenn es um eine potenzielle Nachfolge dann von Thomas Tuchel geht. Denn man muss es leider einfach so sagen, die Bayern haben dann nicht mehr so viele Möglichkeiten. Und letztendlich ist dann Hansi Flick vielleicht der einzige Top-Trainer, der für die Bayern überhaupt noch zu haben ist. Ja, es gibt natürlich noch irgendwelche anderen Kandidaten, die man vielleicht holen könnte. Die sind aber nicht auf dem Niveau, was sich der FC Bayern München verspricht. Und so ist dann Hansi Flick eben tatsächlich die B-Lösung. Oder wenn man jetzt mal die ganzen Trainer so durchgeht, die D- oder E-Lösung mittlerweile, sind wir auch schon da angekommen. Von daher bin ich mal gespannt. Und parallel könnte es bei dem ewigen Dauerkonkurrenten Borussia Dortmund wohl zu einem echten Hammer kommen. Einem Van Dijk-Hammer? Genau das sind jetzt die Gerüchte, die die Runde machen. Virgil van Dijk zu Borussia Dortmund. Wer oder was hat darüber berichtet? Und was ist jetzt eigentlich da dran? Genau darüber werden wir jetzt sprechen. Laut einem Bericht des Mirror soll Borussia Dortmund Interesse an einer Verpflichtung von Virgil van Dijk haben. Borussia Dortmund führt aktuell das Rennen um den niederländischen Innenverteidiger von Liverpool an. Es gibt wohl mehrere Clubs, die ihn auf jeden Fall verpflichten wollen. Borussia Dortmund gehört definitiv auch dazu. Hintergrund ist, der Vertrag des 32-Jährigen bei Liverpool, der läuft noch bis 2025, bedeutet, wenn er seinen Vertrag nicht verlängert, dann würde er dann ablösefrei im nächsten Jahr sein. Ein Szenario, was Liverpool nicht möchte. Der hat es jetzt auch schon so ein bisschen angedeutet, vielleicht endet mit der Ära Klopp bei Liverpool auch die Ära van Dijk. Und sollte das passieren, dann wird Virgil van Dijk auf den Markt kommen. Und wenn man dem Bericht des Mirrors Glauben schenken darf, dann ist Borussia Dortmund ebenfalls an ihm interessiert. Die Frage ist natürlich, van Dijk kann man sich ihn leisten? Von den Ablösesummen, Ablösemodalitäten her wahrscheinlich schon, wie gesagt, nur noch ein Jahr Vertrag, 32 Jahre alt. Der wird jetzt nicht mehr so viel kosten. Er verdient bei den Reds ca. 13 Millionen Euro. Das wird ein Hindernis sein. Er wäre damit direkt Topverdiener bei Dortmund,
Andersrum muss man sagen, ja, das könnte man auch irgendwo argumentieren, denn Van Dijk kommt natürlich auch mit extrem viel Erfahrung. Und laut dem Mirror ist Van Dijk dann eine, das hört sich jetzt alles ganz verrückt an, was ich berichte, ist Van Dijk tatsächlich dann der Hummels-Ersatz. Also er soll dann den 36-jährigen Hummels beerben, falls dieser seinen Vertrag nicht nochmal verlängert. Also das wäre auf jeden Fall mal eine richtig heftige Alternative zu Mats Hummels, denn sind wir mal so ehrlich, wenn Virgil van Dijk nach Dortmund wechselt, dann ist der Junge da definitiv gesetzt. Also da führen gar keine Wege dran vorbei. So sehe ich's. Wie seht ihr das Ganze? Glaubt ihr, da ist was dran? Oder sagt ihr, das ist eine Ente von Miro? Das kann nicht stimmen. Ich bin da gespaltener Meinung. Ich gucke mir das Ganze aber gerne an. Virgil van Dijk im Signal Iduna Park, könnte ich mich dran gewöhnen. Dann kommen wir zum weiteren Thema. Ihr seht ihn schon im Hintergrund. Frenkie de Jong. Die Bayern könnten hier wohl Glück haben, denn die Chancen, dass Frenkie de Jong jetzt zum FC Bayern München wechselt, die sind wahrscheinlich so hoch wie noch nie zuvor. Die Bayern, so berichtet Sky, sie sind an einer Verpflichtung von Frenkie de Jong interessiert. Sie beschäftigen sich mit ihm, zum Beispiel auch der potenziell neue Trainer Ralf Rangnick ist wohl ein großer Fan von de Jong. Und die spanische Sportzeitung AS, sie berichtet es, Frenkie de Jong hat mittlerweile sich mit dem Gedanken angefreundet, dass er im kommenden Sommer den FC Barcelona verlassen möchte. Deswegen könnte das Ganze schon gut klappen. Zwar gibt es jetzt zum Beispiel auch mit Xavi einen Trainer, der ja bleibt. Das ist ja mittlerweile offiziell und er möchte gerne weiter mit Frenkie de Jong zusammenarbeiten. Aber wie gesagt, die Katalanen, sie brauchen eben Geld. Und da kommen wir auch schon zum Knackpunkt. Die finanziellen Rahmenbedingungen eines solchen Transfers, die sind tatsächlich ja sehr, sehr extrem. Das muss man ganz klar sagen. Denn man müsste hier für den Spieler wohl rund 70 Millionen Euro Ablöse an den FC Barcelona zahlen. Das wäre schon mal extrem viel. Zudem verdient er bei Barcelona extrem viel Geld. 20 Millionen Euro netto. Das wären hier in Deutschland 40 Millionen Euro, die man ihm zahlen müsste. Das würde er bei den Bayern definitiv nicht verdienen. Der Bestverdienste bei den Bayern ist Harry Kane mit 25 Millionen Euro. Dann könnte ihn mal einen 20 Millionen Euro Bruttovertrag geben. Das wäre dann aber die Hälfte seines aktuellen Gehaltes. Ist die Frage, ob er dann auf solch eine Summe verzichten würde. Das Gehalt ist aber auch schon echt extrem hoch. Also zum Beispiel auch ein Robert Lewandowski verdient hier weniger. Ich weiß auch nicht, ob das jetzt so zu 100% stimmt. Das sind auch so die Quellen, die ich da habe mit der AS, mit Sky. Ob das Gehalt tatsächlich stimmt, das sei jetzt nochmal dahingestellt. Und es gibt mit Manchester City auch noch einen anderen Top-Club, der an ihm interessiert ist. Also wie gesagt, man müsste hier schon tatsächlich alle Hebel in Bewegung setzen und vermutlich auch noch jemandem im zentralen Mittelfeld verkaufen, dass man Frenkie de Jong holen kann. Ob das dann Goretzka oder Kimmich ist, das müsste man mal schauen. Parallel ist aber auch Barcelona an Kimmich interessiert. Da gibt es heute auf dem Zweitkanal auf Yoda Insight ein kleines Video drüber. Da gibt es auch noch ein bisschen mehr Infos dahingehend. Also man könnte die beiden auch miteinander verrechnen. Dann wäre das Ganze vielleicht für den FC Bayern München sogar machbar. Und wer schon länger meine Videos guckt, weiß, ich bin großer Fan von Frenkie de Jong. Ich mag seine Spielweise, von daher könnte ich mir ihn auch sehr gut bei den Bayern vorstellen. Was sagt ihr dazu? Wäre das ein Upgrade für euch oder eher sagt ihr, Finger davon, ist zu teuer? Eure Meinung gerne in die Kommentare. Und bevor das Video endet, gibt es noch gute Nachrichten rund um den FC Bayern München, denn die Verletzungsmisere, die sich jetzt so ein bisschen in den letzten Wochen aufgetan hat, die soll tatsächlich jetzt so langsam, soll es dicht werden. Jamal Musiala, der hat zwar gestern noch beim Training gefehlt, soll aber jetzt tatsächlich, es sollen zumindest mal Hoffnung bestehen, dass er wieder dabei sein kann am Dienstag. Serge Gnabry und Leroy Sané, die sollen wieder dabei sein. Das ist auch so, dass die beide im Mannschaftstraining schon wieder am Sonntag zurückgekehrt sind. Und im Training haben noch gefehlt De Ligt und Leimer. Bei denen könnte es tatsächlich knapp werden. Noch besteht eine Hoffnung für einen Einsatz am Dienstag. Aber man wird natürlich alle Hebel in Bewegung setzen, dass die zwei irgendwie spielen können. Denn in der Bundesliga können sie sich ausruhen, aber in der Champions League, da müssen sie ran. Was sagt ihr dazu? Eure Meinung zu allen Themen wie immer in die Kommentare. Das war's von mir. Bis dann, Leute. Ciao.